gibt aber halt mit jeder Ebene neue Gegner, andere Gegner und stärkere Gegner. Okay, was der Unterschied ist gerade zwischen neu und anders ist, ja, so gesehen sind es eigentlich dieselben Gegner wie auf höheren Level-Ebenen, nur sehen sie ein bisschen anders aus und sind stärker hauptsächlich. So wie hier die Skeletons zum Beispiel. Was macht der? Those were defense seldom attack. Oh, unsere Armor Class wurde, glaube ich, ein bisschen erhöht. Kann das sein? Ja, Burning Dead, rote Skelette einfach. Scroll of Lightning, Potion of Healing, das ist immer gut. Da wäre der Weg in Ebene 4. Wisst ihr, dass ich es gerade hier ein bisschen arg ruhig finde? Da, Dark Ones. Das sind die neuen Fallen Ones. Man merkt, sie halten etwas mehr aus. Sind aber ungefähr genauso hasenfüßig wie ihre Vettern von Ebene 1. Das hier wiederum. Oh, eine Skullcap. Also zu viel Gegner auf einmal ist nie gut. Ach, ich gebe mal die 4 Punkte hier in Stärke, auch wenn wir die eigentlich nicht brauchen. Aber so habe ich wenigstens den Brunnen wieder ausgeglichen. Ja, es kann sein, dass wir später Bögen kriegen, für die wir ein bisschen mehr Stärke brauchen. Aber ich glaube, mehr als 30 sollten wir nicht brauchen. Als nächstes sollte ich dann eh mal auf Vitality ein bisschen wieder gehen. Der Raum hier sieht auch nicht schön aus. Oh, man sieht auch warum. Ja gut, den Saber, auch wenn er weiß ist, nehmen wir mal mit, weil der nimmt nicht so viel Platz weg. Man sieht, was einen Dexterity-Punkt so ausmachen kann. Oh, da unten geht's aber gut weiter. Das ist eine Trapped Closed Door. Gut, dass ich das gesehen habe. Bookcase. Firebolt. Town Portal Scroll ist immer gut. Eine Scroll of Healing auch. Und noch eine Scroll of Town Portal, yay. Hey, ein Hunter's Bow. Das Board zum Beispiel. Ja, 2 bis 5. Ach, ist doch nicht ganz so gut. Ja,
Ja, Skeleton Captains, das sind noch die von Ebene 2. Deswegen fallen die auch ein bisschen schneller. Au. Ja, da habe ich nicht darauf geachtet, dass der Sarg mit einer Falle besetzt war. Der hat nichts. Sword Sword taugt nicht so wirklich was. Lieber das Gold einsacken. Wir haben eh gerade keinen Platz mehr. Also von daher lassen wir es liegen, das Short Sword. Kümmern wir uns lieber um die Gegner da drin. Gold ist immer schön. Mana Potion. Halcyon lassen wir auch mal liegen. Ja, und das Inventory ist komplett voll. Hm. Stuff of Holy Bolt. Die Chest ist getrapped. Stuff of Firewall. Hm. Okay, da ich den Hunter's Bow nicht als so wertvoll einschätze, nehmen wir jetzt mal den Stuff und zurück in die Stadt. So, wir haben Ebene 3 erreicht, das heißt, wir sollten wieder mit den Leuten reden. Und da abgesehen von Adria und Wirt ja eh alle recht zentral sind, geht das eigentlich? Ach ja, unsere Leiche hier ist jetzt übrigens auch verschwunden. Jetzt, wo wir den Butcher erledigt haben. Wobei ich echt froh bin, dass er tot ist. Hey, Wirt. Psst, over here. Ja. Bei Wirt mal was kaufen. Vielleicht, wenn wir mal Ebene 9 oder so erreicht haben, können wir uns ja mal angucken, was er hat. Weil wir müssen jedes Mal 50 Gold zahlen, wenn wir uns sein Angebot ansehen wollen. Good day. How may I serve you? So, Gillian hat nichts zu sagen, aber normalerweise sollte Ogden was zu sagen haben. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Well, what can I do for you? Du auch nicht? Hello, my friend. Stay a while and listen. So, Gegenstände identifizieren. Was macht die Skullcap? +7 zum Magic, aber nur 2 Armor. Und Resist Magic, okay. What ails you, my friend? Can't a fellow drink in peace? Also nee, irgendwie hat für Ebene 3 und 4 keiner eine Quest. Well, what can I do for you? Den können wir verkaufen, Schild. Die können wir verkaufen, Axt, Saber kann weg. Dann Repair, ne, den nicht. Oh ja, uns heilen sollten wir. Also ja, Scroll of Lightning können wir verkaufen. Scroll of Top Portal und Healing Zeug. Naja, gut.
So schnell brauchen wir die große Healing Potion nicht. Dass ich sie im Schnellslot haben muss. I sense a soul in search of answers. So, Squall of Lightning weg. Book of Fireboard weg. Stuff weg. Potion of Full Mana weg. Und wir haben wieder Platz. Also keine Quests hier für Ebene 3 und 4. Außer die Quest für Ebene 4 ploppt mal nur dann auf, wenn wir auf Ebene 4 sind. Oh, ach ja, den Stab, den ich da noch rumliegen hatte. Denn die Stäbe sind doch ein bisschen was wert eigentlich. Nicht den Hunter Bow, sondern hier oben lag irgendwo noch ein Stab Firewall rum, genau. Ach, und den Mace, den können wir auch noch mitnehmen. Wenn wir Platz brauchen, schmeißen wir ihn halt wieder raus. Finde ich auch gut. Achso, die Tür war das. Ah, noch eine Potion of Healing. Wow. Hi, Jungs. Ein Dagger, den brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe da hinten irgendwas erschossen. Auch gut. Das sind übrigens immer die tollsten Geräusche, wenn in der Entfernung was stirbt. Potion of Mana, das war alles hier drin. Okay. Oh, Squad of Identify. Das ist immer wieder praktisch, mal eine zu haben. Ah, und hier war doch gerade irgendwas. Sieht nämlich halt etwas verdächtig aus, dass da ein Raum ist. Außer ich kann ihn von der anderen Seite betreten. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, ob es so Geheimgänge gab, so Secret-Teile. Deswegen immer mal wieder das Auge offen halten. Wow. Gegner, die einfach mal so auftauchen. Ich sage auftauchen, nicht spawnen, weil spawnen können Gegner nicht. Shortbow, nein, brauchen wir nicht. Squad of Healing, mhm. Ja, jetzt sind wir da unten recht voll. Ja, dass hier so viele Fässer sind.
Ich kann besser schießen als du, haha. Mace. Hier war nichts drin. Hier geht's noch weiter. Oh, hi. Hey, mal wieder ein Carver. Die sterben so schön. Schnell. Gut, jetzt gucken wir erstmal hier unten fertig. Und ja, Tatsache, hier geht's hier rein. Nur um zu sehen, dass hier eine Potion of Healing rumliegt. Das war's doch schon. Ja, manchmal muss man die Map halt mal ausmachen, um zu gucken, ob irgendwas irgendwo rumliegt noch. Oh, ein Mini-Boss. Der droppt ein Mace. Ist okay. Morningstar. Und eine Potion of Rejuvenation. Oder wie spricht man das aus? Rejuvenation. Also ja, eine Regenerationspotion, wenn man so will. So, und das müsste es eigentlich dann schon wieder hier gewesen sein. Potion of Healing. Gucken wir mal kurz. Also hier ist alles aufgedeckt. Hier auch. Und hier auch. Gut. Nee, den Shotbow brauchen wir nicht. Wir wollen nach Dungeon Level 4. So, das ist da die letzte Ebene der Kathedrale. Und man sieht, wir kämpfen jetzt gegen schwarze Skelette, gegen Horrors. Quilted Armor. I have no room. Lüg nicht. Ja gut, Quilted Armor wäre die erste etwas bessere Rüstung. Hi Jungs. Longbow. Hey, level up. Firewall Scroll. Identity Scroll. Holy Bowl Book. Also raus mit dir. Gucken wir mal, gibt es hier noch was zum Einsacken? Gold.
Ja, mit der Ausbeute können wir wieder in die Stadt zurück.